Ich war wirklich unschlüssig, ob ich dieses Video hier machen soll. Ein Review zu einer Karte, die meines Erachtens von keinem Gamer gekauft werden sollte. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und ich denke, hier haben schon mehrere von euch drauf gewartet, die RTX 4090 ist nun an der Reihe, getestet zu werden. Ja, das Drama könnte nicht größer sein rund um den 4x8-Pin auf 16-Pin bzw. 12+4-Anschluss, dem 12-Volt-HPWR-Anschluss von Nvidia. Und diese 4-8-Pin-Anschlüsse, ja, die sind gar nicht das Problem, sondern dieses kleine, friemelige Ding, auf dem dick und fett Nvidia draufsteht, ja, 600 Watt soll das Ding an die Grafikkarte liefern können. Die RTX 4090 ist ja noch auf 450 Watt limitiert. Limitiert. Da sind wir angekommen. Eine Grafikkarte, die 450 Watt verbraucht, ja, ist noch nicht als das Maximum angesehen. Dieser Brecher hier, boah, ja, wiegt nicht nur eine Tonne, ist nicht nur 35 cm groß. Die Asus TUF Gaming, wirklich eine brachiale Karte. Ich hatte dieses Modell tatsächlich auch als 3090 Ti damals da. Und entsprechend habe ich mich für euch bemüht, genau diese Karte in die Finger zu bekommen und habe sie zur UVP am Launchtag für 1.949 € in die Finger bekommen. So, was ich davon halte, ja, schaut euch gerne den Stream dazu an. Da war ich auf GPU-Suche und habe die Karte entsprechend gekauft. Inzwischen ist die RTX 4090 gut 500 € im Preis gestiegen, einfach weil die Leute sie leer gekauft haben. Ob Scalper oder tatsächlich die Nachfrage den Preis so stark beeinflusst hat, ja, das sei mal jetzt dahingestellt. Ich denke auch, es ist hier viel getrickst worden auf Seiten Nvidias, die Nachfrage künstlich hochzuhalten. Und gerade in puncto Founders Edition ist der Ersteindruck immer, ja, ein verwässerter. Was zumindest jetzt der Fall ist, ist, dass die Verkaufszahlen der RTX 3000er davon natürlich enorm profitiert haben, weil die Leute auf der Suche nach neuen GPUs waren. Ja, und wenn die neue GPU-Generation über 2000 € kostet, ausverkauft ist, ja, was nimmt man dann? Das, was da ist. Und die RTX 3000er, die füllen gerade die Lager, entsprechend purzeln auch gerade gut die Preise. Und ich war wirklich unschlüssig, ob ich dieses Video hier machen soll. Ein Review zu einer Karte, die meines Erachtens von keinem Gamer gekauft werden sollte. Ja, es war bei der 3090 Ti mein Statement. Es war bei der 3090 mein Statement. Das ist keine Gaming-Grafikkarte. Ihr werdet heute eine enorm performante Karte sehen, ihr werdet viele FPS sehen, ihr werdet eine Grafikkarte sehen, die in jeglichen Benchmarks ganz oben steht, auch im Gaming. Die höchsten FPS in 4K, 1440p und 1080p abliefern kann. Das Problem ist, es ist keine Gaming-Grafikkarte, das ist kein Geld, das ihr als Gamer einem Unternehmen wie Nvidia in den Rachen schieben solltet, nur um die höchsten FPS zu haben. In meinen Augen ist das einfach eine Masche, die mit uns abgezogen wird, die einfach gerade, wenn wir uns überlegen, dass in den letzten paar Jahren die Unternehmen so viel an uns verdient haben. Ja, die Preise waren so hoch, die Nachfrage war so hoch und die Verkaufszahlen für die Hersteller sind in den Himmel geschossen. Und jetzt, ja, in einer Situation, wo man theoretisch das Ganze dem Kunden ein bisschen honorieren könnte und preislich, ja, auf dem Boden bleiben zu könnte, ein Produkt zu platzieren, das, ja, ein bisschen realistischer ist, was die Weltsituation angeht. Den steigenden Stromverbrauch, ja, all das, das juckt Nvidia so rein gar nicht. Sie haben eine Grafikkarte auf den Markt gebracht, die sich zwar ganz oben positionieren kann, aber eben auch in puncto Stromverbrauch und Kosten einfach alles sprengt. Die 4090, ja, ist kein Nachfolger der RTX 3090. Das wurde uns hier mit dem Preis ganz klar gemacht. Der Preis von ursprünglich 1.499 € für die RTX 3090 wurde hier mit 1.949 €, ja, fast 500 € über diesem Vorgängermodell angesetzt. Und nichtsdestotrotz versucht Nvidia es euch schmackhaft zu machen und zu sagen, hey, die Karte ist doch günstiger als die RTX 3090 Ti. So. Aber Leute, so läuft der Hase nicht. Die 3090 Ti, ja, es wird auch eine 4090 Ti geben. Und dann wird auch dieser Anschluss hier, der jetzt schon anfängt zu schmelzen, 600 Watt einer GPU abverlangen. Ja.
Und das ist ja das Perfide. Wir werden noch eine Karte sehen, die noch teurer ist, die noch mehr Strom verbrauchen wird. Entsprechend fand ich es enorm verwerflich. Genauso auch, ja, wenn wir uns das untere Line-up der Ada Lovelace-Generation, der RTX 40er Serie oder 4000er Serie, wenn wir uns das anschauen, dann hat Nvidia lediglich noch die 4080 angekündigt. Ursprünglich mit 16 und 12 GB wurde das 12 GB Modell jetzt sogar zurückgenommen. Positionieren soll sich diese irgendwo im Bereich der 3090 Ti, sogar ein bisschen darunter. Ja, und die 4080 mit 16 GB, die, ja, die wird die Gaming-Karte sein. Ja, hätte zumindest das Potenzial. Aber mit knapp 1500 Euro ist das einfach noch immer eine Stange Geld. Ja, das muss man ganz klar sagen. Dafür jetzt ein 80er-Modell zu bekommen, ja, das ist in meinen Augen fraglich, ja, wie man das machen kann. Weil die ursprüngliche 3080, die hat 699 Euro gekostet. Ist jetzt im Preis angepasst worden, weil Materialkosten, Logistik, all das ist ja in den letzten Jahren, ist ja gestiegen und hat die Preise in sämtlichen Branchen in die Höhe gehen lassen. Inflation lässt grüßen, 759 Euro ist die UVP der RTX 3080 Founders Edition. 759, ja, nicht 1469, ja, das ist fast doppelt so viel, Leute, müsst ihr euch mal geben. Und entsprechend will ich diesen Trend nicht unterstützen. Ich kann niemandem raten, diese GPU oder irgendeine der Nvidia-Karten hier zu kaufen, weil die Preise, die sind einfach nicht fair. Ja, die sind nicht fair. Ihr bekommt Top-Leistung und ihr bekommt eine neue Architektur, die mit DLSS 3, mit neuen RT-Raytracing-Cores und allem drum und dran einiges auffährt. Ja, aber komplett falsch, ja, komplett falsch angeht und einfach so kundenfeindlich ist, ja, dass ich als Reviewer wirklich vor der Entscheidung stand, hey, tust du das? Tust du das? Für wen tust du das? Ich tue das eigentlich nur, damit ich die Karten, ja, gegen hoffentlich AMDs Karten vergleichen kann und euch einen Überblick zur technologischen Entwicklung geben kann. Aber wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen werde ich hier dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ja, mein eigenes System, was ist daraus geworden? Project Dark Colossus ist aus eben den Gründen im Moment so ein bisschen in der Schwebe. Dark Colossus war immer so das Halo-Produkt auf dem Kanal, mein eigenes Gaming-PC-Projekt. Und ich habe einen eigenen Rechner, ja, keine Frage, das ist mein Mini-PC, den habe ich in dem Stream hier gebaut. Und da steckt eine RTX 3060 Ti drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mit der Karte fühle ich mich wohl im Bereich von unter 200 Watt, ja, ein Undervolt. Jetzt aber zur RTX 4090. Ich habe jetzt lange genug hier um den heißen Brei geredet, ja. Kommen wir kurz zur Karte. Sie hat 24 GB GDDR6X. Die technischen Spezifikationen, seien wir doch ehrlich, interessieren niemanden. Uns interessiert die Rohleistung, ja, und das, was sie euch im Alltag bringt. Entsprechend fangen wir jetzt erst einmal mit den synthetischen Benchmarks an. Ja, ich habe sämtliche Tests von 3D-Mark, sogar den brandneuen Speedway-Test gekauft, damit ich dann entsprechend ein bisschen die kommenden Grafikkarten im DSX-12-Vergleich gegenüberstellen kann. Ein bisschen einen neuen Benchmark reinholen ist nicht verkehrt. Ich werde trotzdem eine Chart einblenden, wo ich die Karte getestet habe. Dann könnt ihr, falls es euch interessiert und ihr das Benchmark selber habt, ja, mit eurem jetzigen System vergleichen. Und im Anschluss kommen dann natürlich die Gaming-Benchmarks. Wie ich schon anfangs gesagt habe, wir werden in 3 Auflösungen testen, 5 Spiele mit maximalen Grafik-Settings, also 1080p Full HD, 1440p WQHD und 4K bei 2160p. Das ist soweit der Plan mit dieser Karte. Das Test-Setup setzt sich aus einem B550-Board mit Ryzen 5800X zusammen. Wir haben ein Silverstone SX1000 1000 Watt Netzteil, das entsprechend leistungsstark genug ist, um auch alle 8-Pin-Anschlüsse mit genug Strom versorgen zu können. Die standardmäßige RTX 4090 hat eine 850 Watt Netzteil-Spezifikation. Erst die Custom-Modelle mit OC, ja, die fangen an, auch die 1000 Watt Netzteile auf deren Empfehlungsliste zu packen. Ansonsten, ja, 32 GB DDR4 mit einem 3600 MHz XMP, angepasst entsprechend auch der FCLK im Verhältnis 1:1 bei 1800 MHz, damit wir hier die Optimalbedingungen für
den Ryzen-Prozessor haben. Zu guter Letzt hier die Asus ROG Strix SQ7 M.2 SSD mit PCIe 4.0 Geschwindigkeit und einem Terabyte Windows 11 drauf installiert. Ja, das ist soweit das Test-Setup gewesen. Die RTX 4090, schaut es euch an. Ja, erstmal die synthetischen Benchmarks und dann die Gaming-Ergebnisse. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, synthetisch kann natürlich die 4090 mit sämtlichen Muskeln strotzen. Das Ding ist halt einfach eine Karte, ja, die im professionellen Workstation-Einsatz natürlich für Leute, die damit ihr Geld verdienen, wirklich einiges leisten kann. Man muss dann auch ganz klar sagen, ja, bei der Performance zieht das Ding schon gut Strom. Also ich habe hier schon seit dem ersten Benchmark gut die über 400 Watt gesehen und das ist natürlich einfach nur krass. Ja. Nur die GPU 400 Watt aufwärts bis 450 Watt kann sie sich hier genehmigen. Das ist richtig krass. Wir fangen jetzt erstmal kurz an. TimeSpy entsprechend mit 35.571 Punkten. Ja. Gerade wenn man sich das im Direktvergleich zur 3090 anschaut, mit gerade mal 19.206 Punkten, ja, das ist natürlich eine Distanz, die hat es in sich. Aber Nvidia selbst hat ja ganz stolz alle Tests mit der 3090 Ti verglichen. Und diese hier mit 21.551 Punkten, da ist die 4090 satte 65% schneller, Leute. Das ist ein richtig krasser Generationssprung. Genauso auch in TimeSpy Extreme. Ja? Von 11.066 Punkten zu 25.516 Punkten. Von 11.066 Punkten sind wir auf 19.177 Punkte hochgegangen. Das sind nochmal 73% mehr Leistung, die hier die 4090 erzielen kann. Im Port Royal Raytracing Test, ja, von 14.501 auf 25.516, 76%, Leute. Das ist krass, Leute. Firestrike 49.596 zu 78.969. Ja, 59% mehr Punkte. Firestrike Ultra 13.815 zu 24.748 Punkte. Das sind 79%. Ja. Nvidia enttäuscht nicht. Unigen Heaven Extreme an der Stelle 7.722 zu 9.611. Hier gerade mal 25%, aber auch schon ein etwas älteres Benchmark. Unigen Superposition 1080p Extreme
13.651 Punkte zu 20.705 bei 52% höheren Punkten. In Unigen Superposition im 4K Extreme von 18.084 Punkten auf 30.160 sind wir hier nochmal 67% hochgegangen. Und in dem Speedway Benchmark hier erstmal als alleinige GPU, die ich mit diesem neuen Benchmark getestet habe, 9.805 Punkte. Wir sehen die Leistung, dieser Sprung, der ist schon gewaltig. Und man muss der 4090 auf jeden Fall lassen, dass sie für ihr Geld, nein, so darf ich es gar nicht formulieren, weil es ist nicht rechtzufertigen, wie teuer diese Karte ist. Die Karte bringt einfach einen Generationssprung mit sich, den wir so selten sehen. Ja, so einen Leistungssprung sieht man wirklich selten. Ja, und das ist noch nicht mal die Königsdisziplin der 4090. Wir bewegen uns hier nicht im reinen Raytracing- oder DLSS-Gaming-Bereich, wo entsprechend die Karte mit Exklusivfeatures scheinen kann. So, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir schauen uns die Gaming-Ergebnisse an. Gerade im Direktvergleich mit der 3090 Ti war ich da sehr gespannt drauf. Und ja, bis gleich zum Fazit. Still, they're coming for the kill.
Ja, Leute, ihr habt es gesehen, die Gaming-Performance einer 4090 ist wirklich beachtlich. Ich habe jetzt auch hier entsprechend einmal die Averages ausgerechnet, also aus allen 5 Spieletiteln, die ich gebencht habe, einen Durchschnitt berechnet. Dieser gibt uns, denke ich, einen guten Querschnitt der Leistung. Wir schauen uns das einfach mal an im Direktvergleich mit der 3090 Ti in 1080p. Ja, bei den 1% Lows hatten wir hier 118 zu 132 FPS. Ja, das sind 12% mehr Leistung. Ja, bei den Averages sind es 181 zu 224. Schon mal satte 24% mehr Leistung in den Averages. Das ist schon mal ja, gut. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, meine Benchmarks, die sind mit dem Ryzen 5800X jetzt einfach der Vollständigkeit halber, denke ich, der letzte Test, den ich mit dieser CPU machen werde. Und 2023 müssen wir in irgendeiner Form umsatteln, weil die GPUs, die stoßen jetzt langsam schon an ihre Grenzen. 1440p an der Stelle, WQHD, entsprechend höhere Auflösung, mehr fordernd für die Grafikkarte. Und da sind wir bei 105 FPS in den 1% Lows zu 127. Da ist der Sprung schon mal ein bisschen größer. 21% in den Averages 149 zu 197 FPS. Das sind 32% höhere FPS-Werte. Das ist schon mal ein gutes Stück mehr, Leute. Und da hört es nicht auf. Ja, in 4K, wo natürlich die Grafikkarte am meisten gefordert ist, war ich sehr gespannt zu sehen, ob wir jetzt endlich die perfekte 4K-Karte haben. Weil jede Generation, ich glaube seit der GTX 1080 Ti, sagt man, jetzt haben wir eine 4K-Gaming-Karte. Ne? So, das Ding ist, ich zocke schon seit so langer Zeit mit viel, viel schwächeren Karten in 4K und passe dann halt meine Grafik-Settings ein bisschen an. Weil, ganz ehrlich, man muss nicht alle Regler immer nach oben schieben, um ein gutes 4K-Gaming-Erlebnis zu haben. Entsprechend, ja, natürlich jetzt zu sehen, wie es mit maximalen Settings im 4K mit so einer Karte aussieht, da war ich wirklich baff. Ja, in den 1% Lows 71 zu 93 FPS. Ja, in den 1% Lows. In den Averages sind wir hier von 94 FPS mit der 3090 Ti hochgegangen. Das war der Durchschnitt. Ja, 94 FPS sind wir auf 135 hochgegangen. 135 FPS Averages. Ja, also das ist halt der 4K 120 Hertz Gaming Standard, den wir uns eigentlich gewünscht haben. Jetzt haben wir sämtliche Ergebnisse vor uns und die Gaming-Leistung ist natürlich nicht zu bestreiten. Keine Frage. Die Karte ist ein Biest. Keine Frage. Sollte sich diese Karte dennoch irgendjemand in seinen Rechner stecken? Ja, das Problem, ja, ihr habt es mit der 3090 Ti, ihr habt es mit der 3090 auch getan und die haben ähnlich viel Strom verbraucht. Das muss man an der Stelle auch anmerken. Und wenn man diese Leistung jetzt in Relation zu diesen Karten sieht, dann ist das natürlich krass. Und genau aufgrund diesen Leistungssprung, ja, rechtfertigen sich viele diesen hohen Preis. Nur ist genau das der falsche Ansatz, weil Nvidia wird immer bessere Grafikkarten rausbringen und die Leistungssprünge, ja, die bestimmen nur sie. Wir als Kunden sollten aber nicht ausbaden, ja, wenn sie eine zu gute Grafikkarte veröffentlichen. So, sonst wird das Spiel immer gleich laufen. Wenn jetzt eine 4090 rauskommt und sie 500 Euro höhere Verkaufspreise erzielen können, ja, die Leute sich immer noch trotz des höheren Preises die Köpfe einschlagen, ja, dann werden sie dasselbe nächstes Jahr wieder machen. Und dann kommt eine 5090 in 2 Jahren. Und die 5090 kostet dann, was? Fast 2500 Euro. Und wird alleine 1000 Watt verbrauchen und die Leute werden noch immer sagen, wow, was für eine Innovation. Das ist keine Innovation, Leute. Das hier ist reine Hardware-Gewalt. Diese Brechstange, die hier angelegt wird, ist natürlich aus technologischer Perspektive beachtlich, was möglich ist. Hey, ich finde das auch spannend. Ich finde es auch toll zu sehen, dass 4K-Gaming einfach am Höhepunkt seiner Zeit ist, nur nicht mit der Zeit mitgegangen ist. Wir sind nicht in irgendeiner Form energieeffizient. Auch 4K-Monitore sind nicht energieeffizient genug,
um zu sagen, das ist jetzt ein Mainstream, den sich jeder leisten kann, auch langfristig. Nicht nur die Hardware-Anschaffung, sondern auch Hardware-Erhaltungskosten. Ja, der Stromverbrauch von so einem Teil ist so immens. Ja, egal ob jetzt GPU oder Monitor, das ist kaum vertretbar. Das ist tatsächlich kaum vertretbar und entsprechend will ich euch sagen, wenn ihr in irgendeiner Form eine Alternative habt, ja, wenn ihr vielleicht sagt, hey, eigentlich hatte ich Bock aufzurüsten, aber da mache ich nicht mit. Ja, mein System läuft noch die nächsten paar Monate und ich warte die Situation ab. Ich warte ab, was AMD auf den Markt bringt, weil das ist so in meinen Augen die letzte Hoffnung. RDNA 3, die RX 7000er Karten, denn da steht und fällt der langfristige Preis, den sich Nvidia hier mit so einer Karte erlauben kann. Und die 4080 16 GB Karte für 1469 Euro ist keine gute Karte. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade wenn die Performance auf Seiten AMDs ist. Das war es jetzt erstmal soweit. Ich möchte an der Stelle nochmal einen großen Dank an David aussprechen. Der nimmt mir nämlich diese Karte freundlicherweise nach dem Video hier ab. Entsprechend, ja, werde ich das Ganze gleich verpacken und an ihn rausschicken. Er hat nämlich seine RTX 3090, die er 2 Jahre lang im Einsatz hatte, jetzt verkauft und sich gesagt, hey, ich gönne mir die beste GPU, die meine vorherige GPU auch gebührend ersetzen soll. Und ihr habt es ja gesehen. Ja? Im Direktvergleich zur RTX 3090 Ti war der Sprung schon groß. Es ist auf jeden Fall eine teure Spielerei gewesen, aber man kann soweit sagen, ja, es ist schon ein lohnenswertes Upgrade, wenn es einem wert ist. Ja? Weil ich kann auch die Beweggründe verstehen, die einen dazu motivieren, so viel Geld in die Hand zu nehmen und sein Hobby ein bisschen aufzuwerten und vielleicht für die nächsten 2 Jahre wieder sagen zu können, hey, ich habe das Topmodell, ja, kompromisslose Leistung. Ich meine, man kann sich nur glücklich schätzen, wenn man aus dieser Dekadenz, ohne groß drüber nachzudenken, sich für 2000 Euro eine Grafikkarte leisten zu können. Und daran ist ja eigentlich nichts Verwerfliches. Ja, und von daher will ich diese Diskussion gar nicht aufbrennen lassen. Hey, du darfst dir das nicht kaufen. Jeder darf und kann sich kaufen, was er will und niemand sollte ihn dafür verurteilen. Aber ich möchte an euch appellieren, ja, kauft sie dennoch nicht. Tut es einfach aus einer Überzeugung heraus. So, Freunde, noch ein kleines Nachwort zu der RTX 4090 von Asus. Die Tough Gaming Karte, die ich hier im Test hatte. Das Ganze ist zwar nach dem Referenzdesign soweit von den Taktraten identisch zu der Nvidia Founders Edition. Aber ja, wir haben hier nichtsdestotrotz eine Custom-Karte. So, mein Problem mit der 4090 ist keines mit der Tough Gaming. Die Karte als solche ist enorm hochwertig verarbeitet, besteht komplett aus Metall und wiegt einiges. Ja. Gegenüber der RTX 3090 Ti Tough Gaming, die ich vor einigen Monaten da hatte, ja, ist das hier schon mal eine ganz andere Klasse. Also die GPU ist noch größer geworden mit 35 cm. Einfach ein richtiger Brecher, über 7 cm dick, das ist einfach eine Hausmarke und so verhält sich die Karte auch. Minimaltemperaturen lagen bei der GPU hier beim Core bei 28,5 Grad Celsius und im Hotspot 38,2 Grad Celsius mit sämtlichen Benchmarks durchgelaufen, Gaming-Szenarien, wirklich 2 Stunden intensiv sich mit der Karte beschäftigt, lag hier die maximale GPU-Temperatur bei 62 Grad Celsius. Die Lautstärke, die war unhörbar. Ja, die Lüfter haben noch nicht mal ansatzweise aufgedreht. Der Hotspot mit 72 Grad Celsius wirklich richtig schön gekühlt. Muss man ganz ehrlich sagen, für 450 Watt, die sich hier die Karte in den Peaks genehmigt hat, ist das auf jeden Fall ein gutes Kühler-Design. Naja, also es ist zumindest ein 35 cm großer 4-Slot-Kühler. Ja, und man muss natürlich sagen, die RTX 4090er, ja, die sind alle solche fetten Backsteine. Ja, das will ich ganz klar sagen. Hier steckt nicht so viel Innovation drin, aber das hat wenig mit Asus zu tun, sondern eher dem Produkt der 4090 als solcher. So, von daher, ja, ich würde sagen, es lohnt sich nicht, 2, 3, 4, 500 Euro Aufpreis zu zahlen gegenüber dem Referenzkartendesign. Die Tough Gaming macht es vor. Auch für 1.949 Euro sind die Hersteller in der Lage, wirklich ein richtig gutes Kühlerdesign zu entwickeln. Und
Ja, mich konnte die TUF Gaming auf jeden Fall überzeugen. Ja, das wollte ich euch für das heutige Review zur 4090 einmal auf den Weg mitgeben, wenn euch die Karte hier als solche interessiert. Und entsprechend waren das jetzt soweit meine letzten Worte. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.